Spiel einige bewährte Kräfte, Artner, Fürsthaler und Hütter verletzt, Mladenovic und Jurcevic beim kroatischen Team. Und da musste auch Ralf Hasenhüttl wieder spielen gegen Vorwärts Steyr, obwohl er eine leichte Zerrung erlitten hatte. Ralf Hasenhüttl gemeinsam mit Ammerhauser, Sturmspitze, Triumphmarsch aus AIDA, vielleicht auch, weil das griechische Fernsehen den beiden Salzburger Sturmspitzen auf die Beine sieht, schon für den Europacup beobachtet. In der Abwehr der Salzburger, die in Weiß spielen, mit Leiner wieder als Libero und Feiersinger sowie Hieden als Manndecker. Hier erster Sprint für Hasenhüttl. Man sieht, dass er nicht voll sprinten kann, aber durch seinen Einsatz bringt er die Viererkette von Steyr mit Crispa, Barac, Vukovic und dem Ägypter Semida immer wieder durcheinander. Eigner auf der linken Seite. Kommt noch einmal an den Ball. Gute Flanke. Madlena führt jetzt den Ball aus der Abwehr von Steyr. Die Salzburger mit sehr viel Ambition, großartiger Laufarbeit, viele Zweikämpfe, einige gelbe Karten. Hier haben wir Winkelhofer gegen Madlena gesehen, den Spielmacher von Vorwärts Steyr. Und Otto Baric kennt ja den Gegner ganz genau und deshalb verständlich seine nachdenkliche Miene. Aber er kann mit seiner Mannschaft Freude haben. Otto Konrad im Tor der Salzburger bekommt sehr wenig zu tun. Dafür auf der Gegenseite die Abwehr der Steyrer. Ja, eine ganze Menge. 10.000 Zuschauer. Freistoß, Freisecker. Kurz abgewehrt. Grinner war da hinten, Sturmspitze bei Vorwärts Steyr. Massenansammlung vorm 16er der Steyrer und einige Verwirrung in der Abwehr. Und die Mannschaft aus Steyr kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Berthold. Wolfgang Feiersinger wieder mit einer überzeugenden Leistung, auch als Manndecker. Herrlicher Pass in den freien Raum. Pfeifenberger. Und 1:0. Das ist der Auftakt, den sich Salzburg und seine Betreuung wünscht. 9. Minute. Heimo Pfeifenberger mit dem 1:0 nach einer fantastischen Vorarbeit von Wolfgang Feiersinger. In diesen Anfangsminuten sieht man die spielerische Klasse der Salzburger, ihre ganze Routine, wie geschickt sie den Raum ausnützen und wie sie immer wieder die freien Räume mit starker Laufarbeit suchen. So wie hier Pfeifenberger, der alles stehen lässt und Torhüter Hassler überhebt. 1:0 also und Salzburg stürmt weiter. Achte Spielminute, neuer Spielstand. Da haben wir den Torschützen Heimo Pfeifenberger. Auch er spielt leicht angeschlagen, aber er muss spielen. Und insgesamt gesehen, Trainer Otto Baric hat ein bisschen Angst, dass seine Mannschaft doch etwas an Drive, an Substanz verlieren könnte. Röbel! Und die erste gefährliche Möglichkeit für den Kopfballspezialisten Gernot Grinner mit der Nummer 18. Hier noch einmal Gröbel. Grinner kommt nicht an die gute Flanke. Sehr viele Zweikämpfe, das setzt sich Eigner durch. Foul an Pfeifenberger, wird leicht angeschlagen, Foul war von Vukovic. Felbermeier, Vukovic und dann Feiersinger bekommen die gelbe Karte. Hasenhüttl ist da und in der 18. Minute darf er seine Rolle wieder hier zeigen. 2:0 für Casino Salzburg. Hier noch einmal, Freistoß von Freisecker. Hasenhüttl völlig allein gelassen, hat sich auch gut freigelaufen und 2:0. Man darf sich mit dem Ex-Austrianer sicher mitfreuen. Großer Einsatz von ihm. Hier der Sieger, wie es jetzt aussieht, auf der anderen Seite der Verlierer. Jetzt wäre die Möglichkeit auf ein 3:0 da gewesen. Hasenhüttl hatte sich freigelaufen, Vukovic hatte ihn gefault und es gibt von Schiedsrichter Scheuhammer, der hervorragend pfeift, die gelbe Karte. Was kommt da raus jetzt, denkt sich der Otto. Guter Freistoß von Freisecker. Aber über das Tor von Hasler. Da ist auch Leiner mit nach vorgekommen, der einen umsichtigen Libero spielt. Dann Freistoß auf der anderen Seite. Wie immer bei Standardsituationen Madlena und Konrad das erste Mal geprüft. Kotzian. Freisecker geht mit. Die Laufarbeit bei den Salzburgern stimmt. Pfeifenberger kann sich hier nicht durchsetzen. Kommt der Steyrer. Navu kommt vorbei. Der Ganese, Grinner,
Und Leiner rettet auf der Linie und so bleibt es knapp vor der Pause bei einer verdienten 2:0-Führung für Casino Salzburg. Da hat Otto Konrad Glück, Leiner rettet. Aber die Mannschaft hat gezeigt, die Mannschaft aus Steyr, dass sie auch in der zweiten Hälfte nicht aufgeben wird. Und aus Loge 1 hat man das natürlich auch beobachtet. Aigner, erste große Möglichkeit jetzt, vielleicht für die Salzburger. Der Druck hält in den Anfangsminuten der zweiten Hälfte an. Hieden gegen Navu. Totaler Einsatz auf beiden Seiten. Die Zeitlupe zeigt das sehr schön. Freistoß. Kotzian nimmt sich den Ball mit. Ist das das 3:0? Nein. Ein 3:0 hätte dieses Spiel vorzeitig entschieden. Aber Kotzian bringt den Ball nicht komplett unter Kontrolle. Schauen wir uns das an. Kein Handspiel. Mit der Schulter mitgenommen. Übers Kreuz. Hassler hätte den Ball sicher nicht erreicht. Und Otto denkt an Austausch. Spürt, dass seine Mannschaft müde wird. Man verlässt sich auch viel zu sehr auf die 2:0-Führung und so kommt Vorwärtssteier zu einigen Chancen wie hier durch Grinner. Aber da steht ja auch noch der Otto Konrad. Vielmehr fliegt da hinten. Dann ein Wechsel in der 63. Minute Stadler statt des angeschlagenen Hasenhüttl. Wenig später Dietrich statt Winkelhofer. Die Strapazen zeigen bei den Salzburgern doch deutlich Spuren, die Strapazen der vorhergegangenen Spiele. Und da gibt es noch Eckball. Was wird draus? Schaut Otto. Felbermeier, Grinner völlig allein und das 2:1. Der Anschlusstreffer für Vorwärtssteier in der 73. Minute. Ein einstudierter Spielzug, man wird das gleich in der Wiederholung sehen. Felbermeier, Grinner, wo ist Hieden? Sein Mann, völlig allein und 2:1. Jetzt auch Abspielfehler bei den Salzburgern, da verliert Feiersinger den Ball. Madlener. Noch einmal Semida, der Ägypter. Gute Flanke. Und Feiersinger rettet jetzt zur Ecke. Ja, und die Nervosität im Salzburger Strafraum wird immer größer. Otto Baric rauft sich jetzt schon die Haare. Was wird's? Wieder Madlener. Wieder abgefälscht und Grinner ist noch einmal da. Und 2 Minuten nach dem Anschlusstreffer, der Ausgleich wieder durch Grinner. Sein zweites Tor in diesem Spiel zu einem doch jetzt gerechten 2:2. Aber bezeichnend, beide Tore für Steyr fallen aus Standardsituationen. Aus dem Spiel, so hatte man den Eindruck, da hätte es noch lang gehen können. Jetzt geht es noch eine Viertelstunde. Trainer Djuricic schaut besorgt auf die Uhr. Noch eine Möglichkeit für die Salzburger. Vielleicht. Stadler. Ammerhauser. Im Europacup hat er so ein Tor geschossen. Hier vergibt er die letzte Möglichkeit. Und so bleibt es beim 2:2. Salzburg verliert daheim einen Punkt. Das setzt ihn nieder, Herr Präsident. Ja, und daran sieht man schon, dass die Salzburger Mannschaft hohen Belastungen zurzeit ausgesetzt ist. Spiel 2 auf dem Totoschein, also 2:2 und Tipp X. Die Wiener Austria, die musste nach dem Heimsieg über Salzburg